Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen mal wieder Minecraft nach langer Zeit. Und zwar spielen wir Sky Factory 4. Ich glaube, Prestige Mode war bis vor kurzem noch nicht so sicher. Das werden wir gleich erfahren. Ich bin aktuell noch nicht im Discord, weil wollte noch kurz klarstellen, ich werde wahrscheinlich nicht so viel reden während der Aufnahme. Mir wurden vor ein paar Tagen die Weisheitszähne gezogen, deswegen bin ich auch noch so nah am Starbucke. Aber ich denke, die anderen werden euch gut unterhalten und guck mal, wie die erste Folge so läuft. Wird wohl einige Stunden dauern. Werde ich dann super cutten in so hoffentlich 20 Minuten, 15. Und viel Spaß. Wie wurde denn das jetzt mit Prestige geregelt? Ja, ich habe es vorerst mal ausgeschaltet, weil ja. Noch besser ist das. Ja, ist glaube ich auch besser. Wenn ihr wollt, könnt ihr anfangen. Ist dieser Bildersword wirklich ein Bildersword? Nein, es ist einfach nur ein enchanteter Stick, ist richtig sad. Jetzt nochmal eine DPI-Shift-Taste, die halt einfach anderes Preset anwendet. Aber wer würde das jemals benutzen, so? Oh mein Gott. Warum bin ich jetzt runtergefallen? God damn it. Vielleicht leckt der Server ein kleines bisschen. Dead. So. Jetzt broken ich einen offen. Ich hätte einen, falls du irgendwie rüberkommen kannst. Ich könnte halt echt rüberkommen. Du brauchst dich echt rüber. Ja, ich will. Falls ob ich jetzt hier Cobblestone farm, wenn du schon einen Ofen hast, Alter. Hast du den Lava-Eimer? Ja, weil man kann ihn nur einmal benutzen. So, Du bist nicht mit dir. Ah, stimmt. Oh, dann nee, ah, aber dafür bräuchten. Ich glaube, der geht nicht mit Clay, oder? Doch. Oh! Welche Craft wird mir schauen. Ja, der wird. Ja, das ist aber wohl stiller. Alter, bau, setz den hin, mach eine Kiste drüber und dann passt. Progress ist. Also, ja, nicht, Flo, du müsstest dich halt auch noch zu mir rüberbauen. Dann könnten wir zu dritt erstmal den ganzen Anfangskram machen, bis wir dann so wenigstens alle Saplings haben. Dann können wir nochmal. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch die ganze Zeit nur noch zusammen. So, was baust du gerade? Entry wollte ich jetzt. Ja, genau. Aber das ist was anderes, den du gerade baust. Der Seared Furnace Controller ist nicht der Smeltery Controller. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, Flo, dann nimm mal das Iron Ember und pack's in die Smeltery. Haben wir schon den Jungle Mod oder was? Warum machen wir jetzt die Smeltery? Hätten sie einfach nur schenken können. Weil wir den Iron Sapling so machen. Man kann ihn nur gießen. Ah, okay. Wir haben irgendwo Jungle, ja. Dann wird du Akazien. Wir brauchen Akazien-Sapling. Und müssen darauf das Eisen dann gießen. Wollt ihr dabei sein bei dem historischen Moment? Nö, ich versuche Rosen zu bekommen. Natürlich. Yeah, boy. Gönn dir das Achievement. Ja. So, er kann. Gut, dann mache ich jetzt den LED-Baum. Wollten wir nicht den vermehren? Ja, muss ja erstmal gemacht werden. Ja, ich meine den LED. Ja, den machen wir. Ne, du meinst den Dark Oak wahrscheinlich. Den wollten wir füllen. Wie gesagt, der ist so billig, das ist scheißegal. Gold Sapling. 2 Stunden, that's gotta be a record. Die Weisheitszähne werden rausgenommen. Und die Backentunnel. Come on, man. Why? That don't make no sense. Was für Kopper machst du gerade? Hey. Ja, ich, nee. Aber ich kann dir die Rose dafür geben, die du dafür brauchst. Du brauchst eigentlich nichts. Du musst nur schnell den roten Sand machen, bist fertig. Wie macht man roten Sand? Du musst, glaube ich, die Rose einfach in rotes Wasser tun. Ah, wir könnten ihn auch mit Blut machen. Oh ja, gute Idee, mache ich. Muss eh sterben. Na ja, gut, dann setze ich mal in die Smeltery und wir müssen Sand einfach. This is math. Wo ist der Milk Bucket? Ach, die Kühe sind ja noch nicht erwachsen. Für das ME-System müssen wir in den Forest. Wie der auch mal heißt, wie ist der nochmal? Ja, wegen Ferroboron und. Was? Mythical Forest. Ja, genau, in den Mythical Forest. Auch Kuchen. Mit, Feed the Cow. Ich habe. Ah ja, 5 Minuten noch. Da ist gerade ein Komet runtergefallen, leider fällt der ins Nichts. Ich find's auch gut, dass der nicht unsere Insel wegbombt.
Oh, schon mal ein paar rote Blumen, hoffentlich rote Blumen ran. Oh, ist das schon wieder Swamp hier? Für den Cake ins... Ja, nur die andere Icarus River. Für den Cake ins Schimmelfickel. Haben wir überhaupt schon was da was abbauen kann? Haben die es? Ach, lass einfach Full Deer machen. It doesn't really matter, does it? Ich glaube, Emerald ist besser. Dann bau du dir Emerald-Rüstung, ich baue mir die Rüstung, weil ich schon fast alles davon gebaut habe. Okay? Du hast irgendwas mit Sandstein oder so. Du, nee, komm lieber zu mir dann. Einfach geradeaus nach vorne gesprungen über dieses Gebäude. Hier sind auch... Ich bin gleich da. Ich hatte auch gerade den Half-HP-Bug. Weiß nicht, was man dagegen machen kann dann. Weil das waren keine halben Blöcke hier. I guess that just happens sometimes. Ja, okay, also wir brauchen zwei Blöcke Ferroboron und einen Block Lithium. Und das sind halt 10 oder 9 Ferroboron-Ores und 5 Lithium-Ores. Press Circuit. Ne, das ist ein Press. That's gonna suck. Oh, Jesus. Put it in reverse, Timmy. Ah, oh, wir brauchen Metallurgic Infuser. Oh, Osmium, toll. Oh, ne Scheiße. Ja, dafür brauchen wir... Ich glaube, wir haben fast alles. Iron, Copper, Quartz. Oh mein Gott, das ist... Magma Slime Crystal. Man braucht Slimy Magma Mud. Und dafür brauchen wir Magma Cream, Slime Ball, Netherrack und Soul Sand. Schade. Also wir haben immer noch den Generator hin. Ja, dann baue ich. Ja. Ist der für Mechaman Mimic? Glaube. Oh yeah. Endlich können wir Sachen machen, die mit dem E zu tun haben, wie den Inscriber, damit wir alle anderen Pressen machen können, damit es ja auch lohnt, dass wir im Twilight Forest waren. Mehr Eisen. Das hat sich auch so gelohnt. Inscriber! Dann kann der auch die Power Source benutzen, da braucht der ME-Power. Ich weiß gar nicht, wie es in der Version ist. Wer braucht ME-Power? Ich krieg gerade die Energie. Aus Cobblestone. Was? Strom gewinnen. Ich kann aus Cobblestone Strom gewinnen. Ja, den Geothermalreaktor. Können wir. Es gibt hier irgendwie so ein Auto-User oder so. Das ist ein Early Game, sehr gut, aber. Wir sind im Early Game. Wuhu, ich hab einen vollen Magen und musste mich nicht dafür umbringen. Hast du das hingeschafft? Ich hab einen Fischer gebaut. Ey, ich bin so dumm. Nein. Das ist keine Energieanzeige, das ist eine Fortschrittsanzeige. Im Inscriber, der braucht keine Energie mehr seit irgendwann. Fuck. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist hier keine Energieanzeige. Mir ist nur gerade wieder eingefallen, das ist auf jeden Fall die Fortschrittsanzeige. Egal, wir brauchen ja irgendwann Energy Acceptor. Toolstation? Ah ne, Partbilder, so hieß er. Tada! So, jetzt können wir das ganze Ferroboron und so mischen. Was wir vor 2 Stunden gefarmt haben. Erstmal Iron. Puh. Next up ist Steel. Steel. Das reicht, glaube ich, perfekt. Das ist ein Crafting oder ein Crafting Grinder? Uncrafting Grinder. So blau oben drauf und von Cyclic, soweit ich weiß. So, und jetzt Ferroboron. Ich brauche so Kohle, bitte, bitte. Einfach ganz viel Kohle noch reinschmeißen. Und jetzt noch Lithium rein. Ach, genau ein Block. Bisschen Kohle über, egal, das kriegen wir raus. Bohrung kriegen wir auch raus.
Lithium rein, dann haben wir Molten Tough Alloy. Dann haben wir alle Inscriber und dann können wir theoretisch anfangen, aber ich glaube, ich habe heute keinen Bock mehr, dann mit dem MW-System zu machen. Das mache ich morgen. So. Molten Tough Alloy, ein Block, drei Ingots. So eine lila Suppe, Alter. Oh yeah. Hätte noch ein Magma-Block. Oh, der wäre auch gegangen, naja. Wobei, ich komme einfach wieder, ja. Gib mir den mal. Ach, da ist er schon. Ich habe ihn gerade aus Versehen mit der Axt abgebaut und tschüss. Ich baue Sprinklers, das ist besser. Bauen haben wir auch vorhin nicht. Ah, oh, da ist ein Creeper. Wow. Wo ist der? Der war so weit weg und trotzdem noch hochgegangen. Naja, Guys, das war es auf jeden Fall mit der ersten Folge. Hoffentlich war es eine. Es sind 6 Stunden am Stück gewesen, tatsächlich. Doch etwas länger, als ich gedacht hätte. Also vielleicht wird es doch mehr als eine Folge. 3 Uhr morgens, ich denke mal, das ist ein guter Punkt, Schluss zu machen. Das hier sollte jetzt eigentlich alles am Stück laufen. Falls ich es irgendwie doch nicht weg schaffe, das ganze Ding zu unterschneiden, mache ich jetzt einfach nochmal einen Rundown. Also, wir haben die Inferium-Farm angefangen, beziehungsweise schon gebaut halt jetzt, ne. Kommt ein bisschen was rum, mit den 2 Sprinklern wird das, denke ich, ganz gut laufen. Das ist die Energie, einfach 3 Geothermalreaktoren, ein Auto-User mit Cobblestone, der die mit Lava versorgt und sich selber mit Energie dadurch auch. Autofischer. Der wird aber automatisch ausgehen, weil ich Angst habe, dass der sonst alles einfach komplett überfüllt. Den Fisch lege ich gerade noch in den Ofen, aber gerade noch Zeit dafür. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit hungern. Wir haben die Schmelze natürlich gebaut. Hier haben wir alle möglichen Zaplings. Aus dem Grund haben wir immer noch doch Bone habe ich ja jetzt zwischen auch, zum Glück. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die überlaufen. Fuck, wer ich hätte. Smart. Zum Glück hatte ich Platz dafür. 2x Bone brauchen wir dann auch nicht. Packe ich die zurück. Mal gucken, was wir da rein tun. Ist aber auch wurscht eigentlich. Wir haben alles jetzt inzwischen in relativer Überfülle. Morgen dann, für mich morgen, also wann auch immer halt, System fertig, ME-System fertig bauen, weil ich meine, mehr haben wir auch nicht geschafft, wir haben noch den Kaktus. Wir waren Lost Cities, ich denke mal, davon habe ich auch was gezeigt. Da drin wird Blaze Powder gemacht, ohne dass es wegfällt. Da ist einfach kein Platz mehr. Neat. Und ja, das war's so. Wir haben hier noch die 2 Maschinen. Die beide nicht aktuell gehen, weil die keinen Strom bekommen. Haben wir da nochmal Holz rein, aber ist das eh egal. Wie gesagt, morgen im E-System. Steht ganz fett auf der Liste. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.